Ja, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind hier gerade unterwegs im Lechtal bei Reute und heute geht's für uns rauf auf den Säuling. Viel Spaß mit dem Video. Vom Wanderparkplatz Säulinghaus bei Pflach starten wir unsere Tour auf den Säuling. Als westlicher Eckpfeiler und markante Erscheinung erhebt sich der Säuling hoch über der Seenlandschaft rund um Füssen und Schwangau. Der Gipfel kann sowohl von Deutschland als auch von Tirol aus bestiegen werden. Wir entscheiden uns für den Aufstieg auf der Tiroler Seite, denn diese bietet die Möglichkeit der Einkehr auf dem aussichtsreichen Säulinghaus. Über einige gut begehbare Steige gewinnen wir schnell an Höhe und erreichen so recht zügig das Säulinghaus. Dort angekommen, legen wir eine kurze Trinkpause ein und beschließen aufgrund des noch recht bescheidenen Wetters, den längeren Aufstieg zum Säuling in Angriff zu nehmen. Dieser Aufstiegsweg führt uns zunächst in Richtung Hohenschwangau. Hierbei überqueren wir zunächst einige Schotterkarre vom Pilgerschrofen. Im leichten Gefälle führt uns der Weg einige Höhenmeter nach unten, bevor wir eher unbemerkt die deutsch-österreichische Grenze überqueren. Hier folgt nun ein kurzer Gegenanstieg, bei dem wir hinter uns immer wieder tolle Ausblicke auf den Alpsee genießen können, welcher als einer der saubersten Seen in ganz Deutschland gilt. Nach dem kurzen Anstieg treffen wir dann auf eine Steinbockherde. Hinter der Herde führt uns der Steig nun wieder eine Weile bergab, bis zur Wildsulzhütte. Hier geht es nur noch stetig bergauf zum Gipfel vom Säuling, welcher von hier jedoch noch immer etwa 2 Stunden entfernt ist. Schon bald können wir unten in der Ferne auch das Schloss Neuschwanstein sehen, welches noch immer der größte Touristenmagnet in Bayern ist. Ab der nächsten Wegmarkierung wird der Steig nun zunehmend steiler und die Teleskopstücke sollten im Rucksack verschwinden, da im weiteren Verlauf immer wieder auch die Hände benötigt werden. Die teils gesicherten Kletterstellen gehen allerdings nicht über den ersten Grat hinaus und sollten somit für den versierten Bergsteiger kein Problem darstellen. Kurz vor dem Sattel vom Säuling erreichen wir eine seilgesicherte Passage in einer Felsrinne, wo nochmals etwas geklettert werden darf. Angekommen am Sattel passieren wir eine alte Ruine am Wegesrand und folgen dann im Steig weiter zum bereits deutlich sichtbaren Gipfel vom Säuling. Der längere Aufstieg hat sich gelohnt. Denn der Gipfel wird inzwischen nicht mehr vom Nebel, sondern von der Sonne verwöhnt. Auch hier gilt es noch ein paar kleinere Kletterstellen zu überwinden, ehe wir den Gipfelgrat vom Säuling erreichen. So, jetzt sind wir oben angekommen, hier am Gipfel vom Säuling. 2047 Meter hoch. Gestartet sind wir von Pflach aus über das Säulinghaus und haben den Säuling einmal umrundet und sind den Weg von der Bleckenau aus hoch dann. Genau, wir sind da drüben links einmal um den ganzen Pilgerschrofen rumgelaufen mit einem ordentlichen Gegenanstieg. Ja, und jetzt geht's gleich für uns dann wieder auf dem direkten Weg bergab Richtung Säulinghaus. Am Gipfel vom Säuling genießen wir den tollen Ausblick in Richtung Foggensee im Norden und den Lechtaler Alpen im Südwesten. Im Süden ist zudem ein kleines Stück vom Plansee zu sehen. Gegenüber grüßt zudem die gesamte Gebirgskette vom Tannheimer Tal mit Roter Flüh und Gimpel herüber.
vom Gipfel aus steigen wir ein kurzes Stück über unseren Aufstiegsweg bergab, bevor wir am Sattel dann links zum Säulinghaus abbiegen. Der Abstieg wird im zunehmenden Verlauf steiler, ist jedoch an den steileren Abschnitten gut mit Stahlseilen abgesichert. Unter uns ist beim Abstieg immer wieder bereits das Säulinghaus gut sichtbar. Zurück am Säulinghaus legen wir unsere wohlverdiente Pause ein und genießen nochmal das tolle Panorama von hier auf das Lechtal. Vom Säulinghaus folgen wir dann unserem Aufstiegsweg wieder bergab nach Pflach, wo eine schöne, aber durchaus konditionell fordernde Bergtour ihr Ende findet. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.